Mama mia! Und wie soll man das schaffen? Willkommen zurück zu Plattform Creator Plus A. Wir haben mit dem Ultimaker Mario von Super Mario Unimaker, ich habe zu viel Super Mario Ultimaker gespielt. Wir haben im letzten Part mit dem Unimaker Mario angefangen und wir machen mit dem auf jeden Fall weiter, weil wenn es einen neuen Charakter gibt, möchte ich den immer ausführlich präsentieren und testen und mit ihm spielen, und deswegen machen wir auch erstmal mit dem nächsten Level weiter. Und das ist Mi Privel Nivel. Primima Nivel. Also mein erstes Level. Ist es richtig? Falls nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Dann ist es auch in Ordnung. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Irgendwelche bestimmten Bedingungen. Nein, einfach nur die Zielflagge erreichen. Klingt doch super. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Fallt alle runter. Oh, nein. Warte. Oh, nein, er ist weggelaufen. Ich bezweifle, dass ich das ohne diesen Pilz schaffen werde. Oh, ein Mini-Pilz. Und was bringt der? Was bringt der Mini-Pilz? Ich bin auch schon klein. Ein Wandsprungpilz. Und ein Checkpoint. Das ist eine interessante Plattform, die geht von alleine zurück, wenn du sie verlässt. Ja, man, you finally made it, ja. Hat auch ein bisschen gedauert, ich weiß. Okay, dass ich da unterboten werde, ist ja wohl kein Wunder. Ich bin auch lahm wie eine Ente. Dafür, dass es das erste Level war, will ich jetzt nicht so sein. Es war ein erstes Level. War wahrscheinlich noch nicht so ganz erfahren, hat sich ein bisschen ausgetobt, ein bisschen ausprobiert, und deswegen ist es absolut in Ordnung. Und deswegen geht's weiter mit dem nächsten Level. Innocent? Oder was heißt es? Among Us. Ach so, nee, das spiele ich nicht. Das spiele ich dann wieder mit dem Among Us-Typen. Ein weiteres, Just a Level 3 von Blue Dogao. Oder Doggebur, ich konnte es nicht lesen. Sorry, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Das Ziel erreichen und Spaß haben. Ah, ich liebe den Unimaker Mario. Das ist mein Lieblings-Mario sozusagen, würde ich sagen. Also der sieht einfach optisch am besten aus. Also wenn es einen Pixel-Mario gibt, beziehungsweise wenn man Super Mario als pixelbasiertes Spiel wieder zurückbringen, wirklich als so ein pixelbasiertes Spiel, dann auf jeden Fall so. Also zumindest mit den Mario. Oh, okay. Okay. Noch ist alles gut. Also ich könnte auf jeden Fall einen Pilz gebrauchen, ein Herzchen beziehungsweise, ja, einen Pilz, um meine Herzchenleiste zu füllen, weil die ist doch ein bisschen niedrig, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich hat sich der Levelerbauer an die realen Mario-Bedingungen orientiert, quasi. Du hast einen Pilz, also kannst du zweimal getroffen werden. Du hast keinen Pilz, du bist klein, kannst nur einmal getroffen werden und dann ansonsten bist du tot. So stelle ich mir das vor, ein Checkpoint. Und wie geht's weiter? Es geht so weiter. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich erlebe gerade ein Déjà-vu. Also es scheint so, als ob immer so der Stil immer derselbe ist. Es gibt immer solche Blockfelder, also mit Fragezeichenblöcken, und dann halt geht's weiter, dann gibt's wieder Fragezeichenblöcke. Also es ist, sagen wir mal, ein konsistentes Level, um es mal so auszudrücken. Auch wieder so ein typisches Mario-Feld. Okay, hier hat man sich hier stark an Level 1.1 von Super Mario Bros. Orientiert. Und hier müsste das Ziel sein. Ja, das passt.
easy peasy. Yes. Ist doch relativ einfach gewesen, oder? Ich finde schon. Das ist ein interessanter Name. Jalex? Jalex. Würde ich jetzt mal tippen, dass er das so meinte. Oder Julex. Keine Ahnung, vielleicht in die Kommentare schreiben, was damit gemeint ist. Oder vielleicht ist es ein ganz geheimes Codewort auch gemeint. Deswegen, keine Ahnung. Just a Level 3. Sehr inspirierend. Würde ich zumindest behaupten. Alles andere ist natürlich Quatsch. Das ist interessant. Wollen wir das mal spielen? Ich bin mir nicht sicher, was da jetzt hintersteckt, aber es sieht interessant aus. Boah, ich bin jetzt super schnell, super schnell. What the? Was? Ich will da rein. Ich will da rein. Das war's? Das war's. Hätte ich sogar schneller schaffen können. Man kennt's. Immer wieder typisch. Typisch Stavi. Eine typische Aktion von mir. Kein Plan von gar nichts. Von daher, was beklage ich mich denn? Speedrun. Ich trau mich mal ein Speedrun-Level. Hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. Das war dumm. Mama mia! Es hätte auch anders ausgehen können. Mama mia! Mama mia! Und wie soll man das schaffen? Nein! Nein! Mama mia! So knapp! Nein! Oh Mann! Woohoo! Wow! Das war ordentlich. Wow. 5 Tode. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der hier 5 Tode geschafft hat. Die anderen haben wahrscheinlich maximal 1 oder 2 Tode. Aber man kennt's ja. Es war natürlich mal wieder ein bisschen Spaß und Fun, weil... So ein Pro bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich das jetzt so hinbekomme. Aber war trotzdem ein gutes Level, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch hat dieser Part sehr, sehr gut gefallen. Oder einigermaßen gut gefallen. Irgendwie. Falls ihr auf jeden Fall den Daumen nach oben hinterlasst, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und natürlich wichtig, das Video immer bis zum Ende schauen, damit die Watchtime auch sehr, sehr stimmt. Ihr wisst Bescheid. Ja, okay. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Part von Mario, von Plattform Creator, meine ich. Ich wollte gerade Mario Maker sagen, nein. Plattform Creator plus A wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und was weiß ich. Je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Ich bin wieder ein bisschen hyperaktiv, deswegen höre ich am besten lieber auf, sonst drehe ich total durch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.